Ja, Leute, ich habe mir noch gedacht, ich mache heute mal einen kleinen Test zu einem wirklich coolen Xbox-Spiel. Das nennt sich Doritos Crash Course. So sieht das aus. Und ja, das ist kostenlos erhältlich. Und ja, deshalb wollte ich euch einfach mal zeigen, wie das Spiel so ist, ne? Ja, also ich habe noch niemals mit diesem Profil angetestet. Wäre das jetzt mein Profil, wäre ein paar mehr Level freigespielt, aber ja, auf jeden Fall ist das ziemlich cool. Ihr kriegt auch Erfolge, ihr könnt online spielen. Es ist kostenlos, ne? Wie ist denn das Spiel? Also, es erinnert mich so ein bisschen an dieses was ist das? An wie heißt es, die Takeshi's Castle, genau. Und ja, es ist praktisch fast dasselbe. Und ich will nicht viel labern, fange einfach mit dem ersten Level an. Was ist das? Ja, schön, ich habe kein Internet. Ja, und ansonsten, das sieht eigentlich ganz witzig aus. Und ja, das ist aber auf keinen Fall leicht. Also man rennt hier halt so herum und muss halt über alles drüber springen. Also so ein typisches Jump'n'Run, so ein bisschen wie Mario. Dazu muss man dann auch noch eine gute Zeit erzielen, aber das kann man eigentlich gut schaffen, wenn man sprintet. Ich bin jetzt nicht der übelste Skiller in diesem Game, also keine Ahnung, wie ihr das spielt, wenn ihr es kennt. Ja. Okay. Ja. Schwierig wird es erst eigentlich ein bisschen später. Das ist das allererste Level. Nicht wirklich schwierig. Ich weiß aber auch gar nicht, ob wir so weit kommen. Ach, cool, erster. Aber ich bin auch der Erste, der dieses Spiel gespielt hat auf meiner Xbox. Also. Hey. Wo ist das Profil von Kaiju 3411? Schön gut. Egal, machen wir einfach weiter. Und natürlich, damit es nicht immer dasselbe ist, gibt es auch verschiedene Sachen. Hier zum Beispiel, hier gibt es dann solche Lianen. Erinnert mich so ein bisschen an Captain Rope, weil das Level auch Rope heißt. Wo sind die Ropes? Ah, die kommen bestimmt noch. Ja, und später gibt es dann halt auch noch solche, halt solche zum Beispiel, solche verschiedenen abwechslungsreichen Sachen, zum Beispiel so ein Ventilator, oder in manchen Level müsst ihr halt nicht laufen, sondern fliegen und ihr dürft nicht ins Wasser fallen. Ja, da kam zum Beispiel die Liane, damit kommt auch ein bisschen Abwechslung rein. Und ja, ist eigentlich ganz witzig gemacht. Und auch nicht zu leicht, aber für diejenigen, die das gut können, die das shit jetzt nicht verzagen. Ey, wisst ihr, das ist alles die Schuld des Avatars. Müssen jetzt nochmal zurücklaufen oder was ist los? Ja, manche Level nehmen halt ein bisschen Zeit in Anspruch, was halt mehr oder weniger schlecht ist, weil man muss ja in diesem Spiel einigermaßen gute Zeit rausbringen. Man kann dann später, auch wenn man zu oft in einem Level versagt, kann man das Level halt auch nochmal überspringen. Allerdings wird dann keine Zeit gewertet und dann kommt da jetzt zum Beispiel kein 2, sondern nur so ein komisches Huhn oder Chicken nennen die das hier. Das bedeutet einfach nur, dass ihr ein faules Huhn seid und dass ihr die Strecke nicht gemeistert habt. Kann mehr oder weniger gut sein, wenigstens könnt ihr dann in den nächsten Level, ne? Ja, es gibt solche Spiele, die genießen ein Spiel nicht, also gut, das Spiel ist kostenlos, eigentlich kann es euch egal sein, aber wenn das jetzt ein Spiel, wofür ihr Geld bezahlen müsstet, halt, dann wäre es ja halt schon irgendwie ein bisschen schlechter, wenn man, ja, wenn ihr halt ein Level überspringen könnt, ne?
Ich meine, ihr wollt ja auch das ganze Spiel sehen und nicht nur so einen Abschnitt daraus. Puh, das war knapp. Oh. Oh. Oh, jetzt habe ich meinen Bildschirm kaputt gemacht. Mann, ich sollte aufhören mit dem Sliden, glaube ich. Checkpoint, yeah. Aua. Ja, und das sind fiese Bälle, die euch nicht voranlassen. Ich weiß nicht, was die euch eigentlich bringen, aber ich glaube, ich habe das schon mal mit einem Freund gespielt und bei dem ist es irgendwie so gewesen, dass wenn er zu oft gegen diese Bälle halt geknallt ist, dass er dann halt irgendwie abgestürzt ist, aber ich weiß auch nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ihr dadurch halt mehr Zeit verliert, aber fragt mich nicht, wofür das gut sein soll. Das weiß ich nicht genau. Ja, ich würde sagen, noch ein Level, weil mehr kann ich eigentlich über das Spiel auch gar nicht sagen. Jetzt kommt erstmal noch ein cooler Dance hier, Michael Jackson. Moonwalker. Ich bin der Moonwalker und ich springe hier. 3, 2, 1, go! Ja, und ich weiß auch noch so, wenn es ist, dass wenn ihr halt zu viel sprintet, dann ist das so, dass ihr... Oh, das war jetzt sehr schlecht. Dass ihr dann hinfällt. Was war das denn? Ein Regenschirm? Das habe ich noch niemals gesehen. Yeah. Jetzt nochmal so eine coole Spider-Man-Pose. Und weiter geht es. Über die Plattform. Die wollen mich doch hier veräppeln. Oh mein Gott. Trampoline sind ganz schön gemein. Aua. Nein. Ihr braucht gar nicht so zu... Oh, und ihr Zuschauer. Also eigentlich braucht ihr in diesem Spiel nicht mehr als den Analog-Stick, euren A-Knopf und die RT-Taste zum Sprinten. Also das ist eine ganz gute Tastenbelegung. Und wenn ihr halt aufgeben wollt, dann gibt's da, wird da halt auch noch so eine Taste angezeigt, die ihr dann drücken müsst. Aber bei mir ist das jetzt nicht der Fall. Ja. Oh. Komm! Das ist die Zeit. Die Zeit läuft. Tick-Tack, Tick-Tack. Komm! Nein! Man muss in die Mitte des Trampolins springen. Das ist blöd. Schon wieder nicht geschafft. Boah, ich bin so ein Skiller in diesem Spiel. Ich fehle. Na klar. Was denn sonst? Was habt ihr erwartet? Dachtet ihr, ich bin Pro-Gamer in diesem Spiel? Nee, nee. Boah, jetzt will ich echt nicht runterfallen. Ich möchte nicht noch... Nein! Oh! Ich möchte nicht noch einmal versagen. Komm. Oh! Hä? 8 Minuten erst? Mein Gott. Leute, dieses Level ist gerade mal eine Minute, aber es kommt mir vor wie eine Stunde oder so. Nein, nicht eine Stunde. Ja, seht ihr, jetzt wird halt angezeigt, Press RB to skip this Level, aber das werden wir jetzt nicht machen, denn ja, ihr kennt ja meinen Ehrgeiz, ich will was schaffen. Deshalb lasse ich auch all meine Sachen uncut. Jeder Fail kommt rein. Aber jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Nein! Dieses blöde Ding dreht sich. Ja, natürlich. Wieso bin ich dagegen geknallt? Das Teil ist hochgegangen. Ja, Leute, es gibt jede Menge Fails in diesem Spiel. Falls ihr das sehen möchtet, ich kann es mir überlegen, ob ich ein Let's Play mache. Wenn ihr es allerdings nicht sehen möchtet, dann kann ich euch schon verstehen, weil vielleicht möchtet ihr die Levels ja lieber selber spielen. Aber es macht schon Spaß. Das muss man dem lassen. Aua.
Nein! Komm! Nein! Au! Oh, ich fliege hier wie so ein Spargeltarzan. Nein! Oh, ich habe mich noch auf die Plattform gerettet. Oh. Lauf, 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 gib nicht auf. Die Dönerbude hat nicht mehr auf, aber egal. Der Jebi hat noch auf. Jebi ins Ziel dran. Ja, Leute, dafür... Ja, ich werde ihn wirklich mal schlecht. Dafür, dass das Spiel kostenlos ist, finde ich es eigentlich ganz gut gemacht. Es gibt halt nicht so viele Level, aber ich denke, da kommt durchaus schon was raus. Falls ihr euch langweilt, könnt ihr auch gerne auch hier Xbox Live online spielen. Ja, ihr schaltet auch Erfolge frei, das ist auch sehr super. Ja, ich würde es euch wirklich empfehlen, wenn ihr einen Xbox Live Account habt. So Leute, das war's erstmal von meiner Seite und man hört sich dann. Ciao.